liebe Hamburgerinnen und Hamburger. Heute aus dem Rathaus hier in der Lobby. Alle sind Vorbereitungen für den großen Maiempfang des Hamburger Senats, wo ich auch gleich hingehen werde. Und wollte Ihnen kurz die Gelegenheit nehmen und sagen, was in den letzten Wochen los war hier im Rathaus. Inzwischen sind ja schon Maiferien, viele sind schon wieder weggefahren, kaum dass die Frühlingsferien eigentlich schon wieder zu Ende waren. Also, was ist passiert? Meine Fraktion hat vor ein paar Tagen einen Gesetzentwurf für die Reform des transsexuellen Gesetzes hier in der Bürgerschaft eingebracht und bittet den Senat, dieses Gesetz in den Bundesrat einzubringen. Also, was ist das denn jetzt, wieso transsexuell, was ist dann wieder los? Und sagen, naja, ganz einfach, das Gesetz ist 30 Jahre alt, es wurde mehrmals von den Verfassungsrichtern in Karlsruhe aufgehoben und die ganzen Restbestände, die da noch sind, sind immer noch sehr diskriminierend für die Betroffenen. In Hamburg haben wir ja eine der bekanntesten Transsexuellen, Transen, wir wissen ja Olivia Jones, und ich finde, es würde uns gut zu Gesicht stehen, dass wir dieses diskriminierende Gesetz endlich auch aus Hamburg heraus aufheben und ein neues schaffen. Das ist in Arbeit und wir hoffen, dass der SPD-Senat das auch machen wird. Demnächst werden in Hamburg ganz viele Leute sein, die wir noch nie gesehen haben. Kirchentag steht an, ab dem 1. Mai. Sie können mich auch auf dem Kirchentag besuchen. Ich bin am Freitag auf der grünen Couch der Bundestagsfraktion und würde mich sehr freuen, wenn Sie dazukommen. Thema, bisschen provokativ, die Homo-Ehe, die Diskussion darum, ist aus Hamburg ja auch ein bisschen mit entstanden mit der Hamburger Ehe. Und wenn die Leute hier schon in Hamburg sind, wollen wir ihnen auch erzählen, warum wir glauben, dass das der richtige Weg ist. Ja, und es laufen natürlich wieder meine ganzen Rathaus-Kaffee-Treffs. Der nächste findet statt in der Hafen City. Sie sind herzlich eingeladen. Schauen Sie auf meiner Homepage, Adresse. Ein sehr, sehr schönes Café in der Hafen City. Ich finde immer noch das Schönste. Das ist das K&K Kaffeehaus. Passt ja auch ein bisschen zu Österreich. Ja, was noch ganz ansteht, ist, haben Sie ja in den Medien verfolgt, ist die ganze Debatte um die Elbphilharmonie. Auch da haben meine Fraktion und die gesamte Opposition gesagt, das, was uns da der Senat vorgelegt hat, ein Aktensatz für vier Oppositionsfraktionen mit einer ganz kurzen Frist mal eben durchzusehen, das geht so nicht, wenn wir über 200 Millionen Euro nachbewilligen sollen. Wie hier eigentlich das Parlament überhaupt beteiligt werden kann, steht noch völlig in den Sternen. Wir hoffen, dass der Senat dann noch Einsicht hat und uns die Gelegenheit nimmt, überhaupt eine Abstimmung gut vorzubereiten. Ist ja kein Pappenstiel, mal eben 2,5 Millionen freizumachen. So, was sonst noch ansteht, können Sie auf meiner Homepage oder der Homepage meiner Fraktion nachlesen. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mai und endlich einen tollen Frühling. Bis dann. Ciao.